Jetzt brauche ich die Sicherung. Und, wie gesagt, nicht vergessen, den ist Mr. Everywhere. Wow! Alter, ey! So, herzlich willkommen wieder zur neuen Folge von Resident Evil. Wir suchen immer noch alle Mr. Everywhere. Und ich muss immer gleich sagen, mir ist da ein richtig krasser Fehler unterlaufen. Ich habe mir nachgeguckt, wie viele ich schon verpasst habe. Ich habe schon locker 3 Stück verpasst, die ich jetzt leider auch nicht mehr wiederholen kann. Das Einzige, was ich machen konnte, ist, ich habe nochmal ein neues Spiel gestartet. Ich habe wirklich in 2 Stunden mich wieder bis hierher gekämpft und habe wirklich nur alle Mr. Everywhere gesucht. Und jetzt weiß ich wenigstens, wo die anderen sind und die suchen wir jetzt auch noch. Weil sonst hätte das alles nichts gebracht. Denn ich möchte ja, wie gesagt, nochmal Irrenhaus spielen. Und ja, jetzt gehen wir wieder weiter im Programm. Ich habe zwar nichts, aber egal. Wir finden die ganzen Dinger und wenn es das Letzte ist, was wir tun. So, los geht's. Okay. So, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ja. Hier, genau, da brauchen wir noch was zum Aufmachen. Da klettern wir mal hoch. Ja, dauert wohl noch ein bisschen. Jetzt sind wir oben. Mann, 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 das ist ein Weg. So, okay. Wir springen mal runter. Zack. Kommt hier was? Nein. Vielleicht funktioniert er noch. Ja, gucken wir mal, wo Ethan steckt. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Da ist er auch nicht. Und da ist er. Ethan. S2. Hoffentlich schaffe ich es noch. Ganz unten ist er. Da müssen wir uns gleich den Weg hinkämpfen. Ja, und das ist Deck, genau. Wow! Alter. Junge, erschreck mich doch nicht so, ey. Das ist da. Alter. Verdammte Halluzination. Ja, Halluzination, aber war echt. War ziemlich echt gerade. Bombe, nehmen wir mit. Ja. Kapitänskabine. So, da ist der Schlüssel. Ah, genau. Das Ding brauchen wir. Kreuzschlüssel. Die Karte des Schiffs nehmen wir auch mit. So, war hier nichts mehr? Nee. Ja, weiter. Da ist der Aufzug, da können wir wieder runter. Gucken wir aber sicherheitshalber mal hier oben nochmal kurz, was es hier gibt. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Warte, da ist die Puppe. Ich habe leider noch keine Waffe, deswegen kann ich sie noch nicht. Bombe nehmen wir mit. Kann ich sie noch nicht kaputt machen, aber da kommen wir gleich wieder. Die merken wir uns. Das ist nämlich die 16. oder die 17. Ich glaube. Ich glaube, es könnte sogar 17. sein. Egal. Ich gucke erstmal weiter. Hier muss es doch irgendwo eine Waffe geben. Ist hier was drin? Schießpulver ist gut. Munition kann man immer gebrauchen. Okay, hier ist nichts. Gut. Wir laufen weiter. Komm schon, guck mal, die Frau hat Power. Die Frau hat Power. So, runter da. Zack. So. Machen wir mal auf. Okay. Aber warte mal, sag mal, wo ist... Nee, das Messer kommt doch hier irgendwo noch. Ich brauche auf jeden Fall eine Waffe. Da ist die Waffe. Da ist ein Messer. Sehr gut. Das brauchen wir. So. Suchen wir uns unseren Weg. Guck mal, wer da steht. Ah, hau da ab. So. der Brief interessiert mich gerade nicht. Oh, jetzt Mittel. Sehr gut. Speicherpunkt brauchen wir nicht. Aber hier. Jawohl. Wir holen unsere Knarre. Alles raus. Alles raus. So. Das Kraut lassen wir mal drin. Brauchen wir nicht. Schießpulver auch nicht. Nimmt alles nur Platz weg. So.
Kreissäge, los geht's. Wir machen erstmal alles platt, was wir finden. Und zwar... Oh, wo ist er hin? Er ist weg. Ach, wie immer schon noch. Der kommt schon noch wieder. Weg ist er bestimmt nicht. Entriegelt? Ja. Ja. Ja, da gehe ich noch nicht hoch. Ich gehe erstmal weiter. Was gibt's hier? Ist hier irgendwas? Da hinten ist die Sicherung. Die nehme ich mir gleich. Ja. Komm mal hier. Komm mal hier. Hier ist sonst nichts. Nee, alles gut. Zur Sicherung komme ich noch. Warte mal, hier ist irgendwas noch. Ja. Was habe ich da jetzt aufgehoben? Ich habe es nicht gesehen. Egal. Ein Kraut. So, das Bilderrätsel. Okay, auf dem Kopf ist schon mal falsch. So, das wissen wir von alleine. Der Rest, den müssen wir jetzt mal angleichen. Was haben wir hier? Also. Klecks oben links in der Ecke. Oh, eine Tür zu lieber. Was ist das überhaupt hier? Ein Picasso oder was? So, und das Grüne nach oben. Grüne nach oben. Jawohl. Und Sesam, öffne dich. Jawohl. Ach, das Ätzmittel. Sehr gut. So. Hier ist nix. Hier ist nix. Okay. Mal raus. Was? Wo? Wo ist er? Ich höre ihn doch. Ach, da. Komm mal her hier, komm mal her, komm mal her hier. So. Hässlicher Hund. Was ist das hier? Hier ist nix oder was? Ah, hier müssen wir auch hin, stimmt. Da ist nämlich noch was. So, Licht an. Ah, okay, ein paar Bomben. Da finden wir... Na. Was ist da drin? Ein Dietrich. Alles klar. Und da ist er. Da ist die Puppe. Die haben wir gebraucht. Wo ist die Knarre? Da ist die Knarre. Zack. So, haben wir. Abgehakt. So. Ja, okay, ganz ruhig. So, jetzt brauche ich die Sicherung. Und, wie gesagt, nicht vergessen, den ist der Everywhere. Wow! Alter, ey! Kommt da runtergesprungen, ey? Das gibt's doch nicht. Puh. Es ist dunkel. Es ist Nacht, gerade bei mir hier. Und ich sitze hier ganz alleine in meinem Zimmer. Und kriege hier auch manchmal wirklich noch Muffe. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. So. Wo ist die Sicherung? Kommt die noch? Egal, wir gehen erstmal rein. Wir holen uns erstmal, was hier drin ist. Ja, hallo? Hallo? Keiner da? Sehr gut. Noch eine Bombe. Und noch eine Bombe. Und da ist der Schlüssel. Jawohl, den brauchen wir für die Knarre. Starke flüssige Chemikalie. Weißt du was? Wir mixen uns hier mal einen starken Drink. Wir haben nämlich gar keine. Aber, ich kann mir noch eine machen. Die mache ich mir auch noch gleich. Erstmal hier raus. Ja. So, wo war ich jetzt da drin? Die Sicherung, wo ist die Sicherung? Ohne die Sicherung brauche ich hier nicht. Hä? Warte mal, da ist noch was drin. Munition, sehr gut. Wir nehmen mal kurz nochmal unser Kraut. Bauen uns hier nochmal was. Ui, die Tasche ist wieder voll. So. Was können wir denn wieder entbehren? Mal irgendwas rauspacken hier. Schlüssel brauchen wir gleich. Dietrich brauchen wir jetzt gerade nicht. Machen wir raus. Obwohl, ich weiß, wann wir den brauchen. Lille, das war drin. Schießpulver brauchen wir gerade nicht. Das hier, die Gegengewebeprobe. Lass mal drin. Oh, geht nicht? Alles klar, lass mal lieber. Lass mal lieber drin. So, ist alles so voll. Egal, ich glaube, die zwei Plätze müssen erstmal reichen. So, wo ist jetzt die Sicherung? Ah, nee, die Sicherung ist unten.
Ich habe ganz vergessen, die Sicherung ist unten. Ich dachte, es wäre gerade das hier. Aber ich will jetzt erstmal hoch. Ich will mir erstmal die Knarre holen. Und diesen Mr. Everywhere auf jeden Fall noch. Sonst nicht, dass ich den vergesse hier. So, wir laufen hier mal durch. So. Ab nach oben. Junge, Junge, Junge. Nee, das war echt ärgerlich. Also ich habe, wie gesagt, gestern nochmal 2 Stunden lang einfach durchgedaddelt, damit ich wieder zu dieser Stelle komme. Damit ich das Let's Play wieder auf derselben Stelle weiterzocken kann. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wie gesagt, es hätte alles nichts gebracht ohne die ganzen Mr. Everywheres. Weil sonst spiele ich das hier umsonst. Ich spiele das extra nur auf leicht, damit ich das Zeug habe und dann im Irrenhaus-Modus durchdrehen kann. So. Ja. Komm mal her. Den habe ich mir noch gemerkt. Oh, der lebt ja noch. Komm mal her hier. Komm her. Komm mal hier. Na. Stirb. Stirb. Geht doch. Mann, 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 Mann. So, guck mal, Alter. Ich habe hier... hallo? Oh, nee, bleib draußen, Mann. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. So, Schlüssel verwenden. Was ist da drin? Einmal. Knarre auf jeden Fall. Was ist das? Okay, brauchen wir nicht mehr mit. So. Nehmen wir gleich ein paar Headshots. Ja, ne? Einmal und zweimal. Oh. Na. Okay. So, jetzt nicht vergessen. Der Mr. Everywhere. Wo war der? Oh, da ist auch noch was. Kraut. Ui, ist wieder alles voll. Mann, Mann, Mann. So, den nehmen wir jetzt mit. So, den haben wir. Sehr gut. Jetzt dürften eigentlich nicht mehr viele fehlen. Aber, wo muss man nochmal hin? Runter. Ja, genau. Wir müssen nach ganz unten. Ich habe zwar die Sicherung noch nicht. Ich habe noch dieses Kabel noch nicht, um den wieder in Gang zu kriegen. Aber egal. So, wir klettern gleich runter. So, was ist hier los? Da ist doch einer. Komm her hier, ich gehe auf die Jagd. Na, dreh dich um. Oder bleib liegen. Wie du willst. So, ich räume hier mal ein bisschen auf, damit ich mich hier nicht wieder erschrecke, wie so ein Psychopath. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ne? Da ist er. Ist er? Da krabbelt er noch. Von hinten. In den Hintern. Jawohl. Willst du noch was? Ich höre doch was. Hey, die gehen mir ja so auf den Sack hier, die. Egal. Ich muss das wegschmeißen. Ich kann nichts machen. Was kann ich denn wegschmeißen? Den dritte Woche später. Okay. Wir schmeißen das Kraut weg. Ist egal jetzt. Wir schmeißen das Kraut weg. So. Wir brauchen jetzt die Sicherung, nehme ich gleich. Dann gucken wir es mal hier rein. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Warte mal. Bin mir ganz sicher. Nee. Komm, ich hole die Sicherung. Ich habe den Mr. Everywhere, die 2 Stück, die hier rumliegen. Es gibt hier, glaube ich, keinen dritten mehr. Oh, Tür ist zu. Okay. Ich bin mal so frei und lasse den ganzen Schmutz hier. Ich habe ja auch gar keinen Platz mehr. Ja, das ist immer das Blöde, wenn man die ganzen Sachen mitnimmt. Man kann überhaupt nichts mehr sammeln. So. Ja, wir hören, da kommt was wieder aus dem Boden, aber der interessiert uns jetzt nicht. So, das packen wir schon mal da rein. Wieder einen Platz im Inventar mehr. So, wo mussten wir jetzt hin? Wir müssen noch hier hoch. Ich guck mal kurz auf die Map. Hier wohl scheinbar nicht. Koje, nee, da müssen wir nicht hin. Ich glaube... Da kann man rein. Ein Freizeitraum, aber ich glaube, da ist nur Müll, den brauchen wir nicht. Denn nach S2 müssen wir ja eigentlich.
Nee. Also ich glaube... Ja. Ich habe gerade wieder keine Ahnung, wo ich hin muss. Weißt du was, wenn ich schon mal hier bin? Kurz mal wieder was ablegen. Irgendwo ist hier was zum Verätzen. Das haben wir ja nicht umsonst, das Zeug, ne? Ah, so. Wir legen die direkt weg. Egal. So. Wir machen die Muni auch erstmal weg. Ist zu viel. Okay. Drei Plätze frei. Sieht schon wieder besser aus. So. Unten waren wir jetzt. Da waren wir jetzt auch. Das heißt... Ich suche mich einfach mal ein bisschen durch. Hier waren wir schon überall. Waren wir schon überall? Ja. Da war der Mr. Everywhere. Da brauchen wir nichts mehr. Hier waren wir auch schon überall. Ja, hier geht's weiter. Ah, ja. Hier geht's hoch. Hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So, was haben wir hier? Da ist versperrt, genau. Okay. Ich glaube, wir müssen hier richtig sein. Hier muss irgendwo was zum Aufätzen sein. Ja, genau. Hier. Jetzt hätten wir eigentlich, wenn die Kiste hier hätten, den Dietrich doch benutzen können. Ah, hier ist keine Kiste. Ein Safe Room, aber ohne Kiste. Das ist seltsam. Egal. Okay, flüssige Chemikalie, sehr gut. Ja, brauchen wir nicht rein. So. Ein Kraut wäre nicht schlecht. Ah ja, genau, da ist es auch. Das kombinieren wir schnell. Ist wieder ein bisschen mehr Platz. Und wir sind auch wieder ein bisschen safe. So. Da ist Muni. Ja, komm, nehmen wir mit. Noch eine flüssige Chemikalie. Ah, Mensch, der Platz. Der Platz. Komm, noch ein Kraut. Scheiße, Schießpulver. Egal, weißt du was? Davon machen wir ein bisschen Muni. So. Auch gut aus. Muni ist immer gut. Muni ist immer gut. So, das ätzen wir mal weg. Puh. So. Da ist das Kabel, was wir brauchen. Vielleicht kommt auch der Fettsack. Aber den sprenge ich sowas von weg. Aber wir gucken uns erstmal an, was wir haben. Oh, jetzt habe ich die Chemikalie wieder geschnappt. Kann ich irgendwo ein Kraut finden? Ist hier irgendwo ein Kraut? Was ist denn das? Erzmittel nehme ich. Ist hier irgendwo noch ein Kraut? Was liegt da? Eine Bombe? Okay, nehme ich mit. Na, mal hier. Ah, siehst du? Jetzt habe ich schon wieder fast keinen Platz mehr. Ich habe noch genau einen Platz für das Ding. Aber ja, da ist er. Da ist er. Auf ihn habe ich gewartet. Na los, komm. Mach das Kabel ab. Komm, 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 komm. Hey. Na, danke. Oh, er kotzt schon. Er kotzt schon alles voll. Hau mal ab. Komm her. Fetti, komm. So, Nummer 3. Tschüss. Stirb bitte. Ja. Bam. Ja. Sorry, gibt es hoffentlich keine Überraschung. War da was? Nee. So, der Fahrstuhl ist gleich heile. Ach, diese widerlichen Geräusche andauernd. So. Jetzt fahren wir zu Ethan. Ethan, wir holen dich. Ja,
Tür zu, bitte. Ja, ein paar Items sind da noch, aber hey. Ist egal. Er wartet. Ich weiß. Was haben wir hier? Maschinenmuni? Können wir auch nehmen? Ja, können wir nehmen. Ah, komm. Ich will jetzt hier einfach noch durch. Kein Bock auf euch. Wo muss ich hin? Ups, vorbei. Ja, bleib mal leger. Na, komm her. So. Ist so eine runde Sache hier. Oh, jetzt haben wir zu viel Muni. Schmeiß mal die weg. Ja, ist doch egal, komm. Gönnen wir uns. So. Wir rushen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Keinen Bock, den ganzen Scheiß hier einzusammeln. Oh, Fetzer. Nee, 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 komm. Komm, hau ab. Ich will dich gar nicht. Ich will gar nichts mit dir zu tun haben, Fettsack. Was haben wir denn hier? Oh, eine antike Münze. Nee, komm, die lasse ich hier. Die brauche ich nicht. Das ist ja auch alles jetzt Mist hier. Sehr geil, befreien wir den mal. Hä? Ethan? Hey Jack, was geht ab? Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Mann, ist das traurig. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau. Wie tut er mir jetzt leid. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Das mache ich. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Ich tue mein Bestes. Ach, Evelyn kann einen auch noch leid tun eigentlich, aber... Tja. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Komm, lass mich doch mal raus hier. Lass mich doch mal raus. Ich danke dir. Wir haben keine Zeit.
Du musst hier raus und sie finden. Hier, nimm das. Was? Was machst du da? Was machst du da? Rette dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich hier nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Mia! Nein! Alles klar. Ich tue mein Bestes. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Das ist alles deine Schuld. Warum? Was habe ich gemacht? Ich bin keiner Schuld bewusst, ganz ehrlich. So, endlich raus aus dem Boot. Das Boot geht mir wirklich auf den Sack. Ganz ehrlich. Das Boot, finde ich, ist die schlimmste Stelle von dem ganzen Spiel. Hey, wo wollt ihr hin? Holt mich ab! Hallo! Hey! So. Also, wie gesagt, wundert euch gleich nicht, wenn ich in meinen Koffer reinschaue, oder meine Truhe, da ist wirklich so gut wie nichts drin. Also ich bin wirklich durchgerusht. Ich meine, klar, 2 Stunden, es gibt hier welche, die spielen das in 1,5 Stunden ja durch, das ist ja Rekord. Aber ganz so schnell gerusht bin ich erstens nicht, weil ich vielleicht nicht ganz so schnell bin. Und zweitens bin ich auch wirklich oft rumgelaufen, um doch noch das eine oder andere zu sammeln. Weil ich wollte gegen Jack nicht total versagen. Und auch hier beim Bosskampf. Okay. Da ist meine Truhe. So. Mias Objekte erhalten. Oh, sehr gut. Also, wir nehmen mit 3 antike Münzen. Kann ich damit was anfangen? Ich glaube nicht, oder? Warte mal. Guck mal ganz kurz. Da ist 5. Da ist 9. Okay, die Steroide habe ich schon. Alles klar, also, wir brauchen Erste Hilfe, nehmen wir alles mit. Wir brauchen das Messer, nehmen wir mit. Wir brauchen meine Knarre, wir brauchen die Muni, wir brauchen auch die Flintmuni. Flammgranaten nehme ich auch mit, auch auf jeden Fall. Die Flinte. Erste Hilfe, 3 Stück haben wir schon, brauchen wir mehr nicht. So, Röntgenbrille, nehmen wir mit. Kreissäge, nehmen wir mit. Bomben, nehmen wir mit. Maschinenpistole lassen wir hier, brauchen wir nicht. Pistolenmuni, obwohl Maschinenpistole. Ja doch, komm. Wir nehmen auch die Maschinenpistolenmunition mit. So, das erleichtert uns das Ganze auf jeden Fall. Jetzt noch, irgendwo ist ein Mr. Everywhere hier drin. Warte mal, da ist er. Bloß nicht vergessen. Jawohl. So, jetzt dürfte es eigentlich nur noch einen geben. Wie gesagt, ich rush hier ein bisschen durch. Na. Ups. Mann, Jungs. Haut doch ab. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Ach, da. Bleib draußen. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, es sind noch 2 Stück. Einen finden wir gleich noch im Salzbergwerk. Und einer ist dann noch anders.
Warte mal. Das Messer glaube ich eher weniger hier. Hey, was ist denn da los? Komm schon. Na. Okay, ich muss einen nächsten Speicherpunkt finden. Die Folge ist auch fast vorbei. Deswegen rushen wir wieder ein bisschen durch. Wir rushen. Wo ging es denn mal lang? Hier lang? Nee. Aber die Bomben nehme ich gerne. Na? Andere Seite. So. Schieb, Junge. Schieb. Und weg damit. Bam. Habt ihr schön kassiert? Ah, so muss das sein. Lass mich bloß in Ruhe. So. Ja. Weg damit. Aber. Ganz wichtig, Jungs. Diesen vergessen wir nicht. So. Also Maschinengewehr-Muni habe ich jetzt echt ohne Ende. Ich glaube, damit kann ich mich jetzt totschmeißen. Nervengiftgranaten, so. Die brauche ich nicht. Egal, komm. Gib Gas, Ethan. Lauf, 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 lauf. Aha, Bombe, okay. Super, hier unten hat er noch Fallen gebaut, der Lukas. Ein kleiner Assi, ey. So, warte mal. Was haben wir hier noch? Was Wichtiges? Steroide. Oh ja, Steroide. Die nehmen wir. Steroide. So. Ja, genau. Da ist das Serum, das wir gleich erstellen werden zum Heilen von der Krankheit. Aber wir speichern jetzt erstmal. Für heute ist nämlich erstmal wieder Schluss. Warte mal. Wo ist der Safe Room? Da ist er. Genau. Wir speichern für heute erstmal ab. Ihr seht, 2 Stunden, das musste ich mir schneller kämpfen. Wie gesagt, den Rest machen wir die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Und wie gesagt, es wäre echt super, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein paar Kommentare runter oder ein Feedback. Vielleicht sogar ein Abo, Daumen nach oben, das wäre richtig cool. Ich versuche auf jeden Fall auch mal mehr Videos zu machen. Alle 2 Tage ist jetzt nicht gerade so häufig, aber durch zeitbedingt kriege ich das nicht meistens nicht besser hin. Aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall spätestens wieder 2 Tagen da. Dann geht's weiter, machen wir den Rest und dann fangen wir endlich an mit der Irrenhaus-Tour. Also, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.